Oh Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist 3 Tage nach der Gamescom. Meine Stimme hört sich an wie ein Mülleimer, Leute. Mülleimer ist das richtige Thema. Tobi ist wieder mit dabei. Was geht? Tobi? Nimm's zurück. Es tut mir leid. Sag Entschuldigung. Entschuldigung. Nochmal. Entschuldigung. Einmal noch. Entschuldigung. Leute, Tobi ist wieder dabei. Wir machen heute ein Video und zwar handelt es sich um eine richtig geile Idee gehabt, Leute. Wir werden eine kleine Also Tobi, das war wirklich meine Idee. Du kannst kannst du dich einfach ready machen, du Affe, Alter. Ich habe vor, meine Freunde, eine kleine Belagerung zu machen. Und zwar werden wir gemeinsam eine riesige Festung bauen, meine Freunde, mit verschiedensten Fallen vorne und hinten dran, ja, so dass man quasi auf die Festung vorstürmen muss, diese Festung erobern muss, meine Freunde. Wir fliegen jetzt erstmal ganz kurz. Hä? Ich hab doch auffüllen ausgemacht. Mann, wo kommt der her? Lass mich doch in Ruhe spielen, Alter. Jedenfalls, meine Freunde, geht es im Video darum. Wir bauen quasi gemeinsam eine Festung. Der eine muss ein bestimmtes Item aus der Burg des anderen rausholen. Und man darf sich theoretisch nur mit Impulsgranaten verteidigen. Und denjenigen, der quasi in die Festung reinstürmt, mit Fallen, die vor der Festung aufgebaut sind, töten. Ja? So, das ist das Ziel des Ganzen. Wir dürfen natürlich noch Granaten dazu benutzen und natürlich auch die Stinkegranaten. Und ich bin mal gespannt, ob das jetzt so aufgeht, was ich mir da in meinem Köpfchen ausgemalt habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an, meine Freunde, mit diesem kleinen Capture the Flag Video. Kann man das Capture the Flag nennen? Ja, eigentlich nicht, aber... Das ist mein neuer Lieblingstanz. Schön. So, wo gehen wir hin? Warte, ich guck mal ganz kurz, wo wir Vending Machines haben, Digga. Hier direkt, Digga, denn da ist eine Vending Machine, die hole ich mir. Hier unten ist auch dieser seltsame, mysteriöse Würfel, meine Freunde, zu dem ich auch noch ein paar Videos geplant habe. Wir werden auf jeden Fall mal versuchen, dieses Ding aufzuhalten. Keiner weiß bis dato, was es ist. Ich weiß auf jeden Fall eine kleine Information, die ich wahrscheinlich in einem morgigen oder übermorgigen Video, wenn ich genug Research betrieben habe, mit euch teilen werde. Da steckt auf jeden Fall was ziemlich, ziemlich Interessantes hinter. Aber mehr kann ich jetzt dazu noch nicht sagen, denn sonst spoilere ich euch ja. So, machen wir ganz kurz hier das Lager. Mal auf. Also wir brauchen auf jeden Fall Fallen, Tobi, und natürlich auch die Bounce-Pads und die Jump, die komischen hier, ne, die, du weißt, oder Tobi? Impulsgranaten brauchen wir. Wir brauchen Impulsgranaten, das wollte ich sagen. Hier ist schon mal ein blauer Automat. Haben wir da Impulsgranaten oder etwas anderes? Nein, natürlich nur Müll drin. Dann gehen wir direkt weiter. Tobi, ich würde sagen, du wechselst gleich auch direkt als Team, wenn du alles an Items zusammen gefarmt hast. Dann musst du nämlich quasi meine Burg erobern. Also, und soll ich meine auch gleich bauen? Ja, ich glaube, wir schaffen nur eine Burg zu bauen, oder? Ja, stimmt. Ich habe auf jeden Fall schon mal die Bounce-Pads. Ich würde sagen, meine Freunde, wir machen jetzt einfach erstmal eine ganz kleine, minimale Time-Lapse, bis wir dann quasi soweit sind und wir alle Sachen zusammen haben und es dann an den Bau des Ganzen geht. Bis gleich! So, Leute, ich glaube, ihr seht es auch so ganz... Okay, alles klar. Ich glaube, ihr seht es auch so ungefähr, wie das hier aussehen soll, Leute. Diese Burg gilt es quasi zu erobern, ja? Ja, diese Burg muss Tobi quasi erklimmen. Wir haben uns jetzt gerade noch überlegt, dass es eigentlich für mich sinnvoll wäre, wenn ich tatsächlich da noch die wunderschöne Heavy Sniper benutzen darf, dass, falls Tobi sich irgendwo hinter versteckt, dass ich ihn damit wegsnipen kann, Leute. Aber ihr seht gerade schon, also ich glaube, der Weg hierhin ist auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich stressig für ihn und wird auf jeden Fall wirklich gut anstrengend werden. Also ich glaube nicht, dass das so easy ist für ihn. Wie gesagt, hier sind überkleine Hindernisse, die ihn quasi entweder in eine Falle reinkatapultieren oder wieder zurück katapultieren nach ganz hinten und sowas und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass ich auf jeden Fall mit der Heavy Sniper eine realistische Chance habe, damit Tobi ganz easy wegzumachen. Gibt so ein paar kleine Sachen, wo Tobi sich hinter verstecken kann, aber der Großteil der Sachen ist dann doch relativ, relativ offen hier auf dem Feld gestaltet. Ich denke mal, dass Tobi da auf jeden Fall gut drauf gehen wird. Tobi, ich würde fast schon sagen, dass wir gleich schon soweit sind, dass du anfangen könntest und du dich schon mal warm machen kannst, Digga, wenn du sowas brauchst. Ich meine, ich weiß ja nicht, also vielleicht musst du das ja machen, keine Ahnung. Ich würde auf jeden Fall... Hör auf, ja, am besten. Ist gerade fast gestorben, Digga? Ja. Nice, Mann. Nicht nice. Boah, freue ich mich, wenn ich einfach random Impulsgranaten in dich reinschmeiße und du halt daran bei drauf gehst, Junge. Das wird richtig, richtig schön. Das wird richtig, richtig schön. Nee, es wird schön, Alter. Lass es. Das ist uns unlustig. Spaß. So, Leute, ich glaube, wir sind auf jeden Fall, was die Burg soweit angeht, fertig. Beziehungsweise den Parcours. Jetzt bauen wir noch ganz schnell hier die Burg hin, Tobi. Ach, das ist hier die Burg? Fangen wir von der anderen Seite an. Das wird quasi hier die Burg, genau, die du quasi erklimmen musst. Wird auf jeden Fall relativ... easy. Simpel gemacht, die Burg. Ja, die werde ich jetzt nicht großartig architektonisch heftig bauen oder so. Das wird ein ganz einfaches Kackding werden, Leute. Aber, glaube ich trotzdem, nicht unbedingt einfach zu erobern für Tobi. Das ist quasi ein Turm. Auf die andere Seite kommt nochmal ein Turm. Und dann mache ich hier in der Mitte einfach 2 Jump-Pads hin, sodass ich da easy hochkomme, Leute. Ihr seht das hier. Hier oben kann ich da quasi stehen und snipen. Und ich kann dann immer auch ganz entspannt hier runterkommen auf Ehrenbasis und Tobi dann den Garaus machen. Ich lege gleich das blaue Gewehr einfach oben auf einen der beiden Türme, Diggi, okay? Und das gilt es dann für dich quasi zu erobern. Die Burg steht soweit. Tobi, bist du bereit für deinen ersten Einsatz, Digga? Okay, komm ran, Digga, komm ran, wo bist du? Okay, I'm running! Nicht vergessen, dass ich auch snipen darf, ne, Schätze? Ja, ja.
Nein! Oh, es war so knapp. Okay, okay. Damn, wo bist du? Nein! Oh mein Gott, hast du ein Glück, Alter. Digga, was? Wow! Ja! Raus! Bam, Junge, Runde 1 geht an mich. Runde 1 geht Alter. An mich, Digga. Nice, du hast mich so komplett weggehauen. Junge, sehr schön. So mag ich das. Alter, oh, die Fallen, die sieht man halt nicht, weil die komplett auf der anderen Seite sind. Ich dachte, das ist ein Bounce-Pad. Ich hab's extra so easy gebaut, Junge. Oh, Digga, okay. So, Facecam ist auch wieder da an der Stelle. Richtig nice, dass ich wieder vergessen habe, zu neu zu starten. So, Tobi, Runde Nummer 2. Komm schon, und los. Ey, hallo? Hallo. Alter. Ja, den hab ich gehört, der war knapp. Okay, ich nehm diesmal eine andere Bahn. Ich nehm diesmal die Bahn hier. Oh nein. Boah, Alter, was? Du hast die Falle sogar noch ausgelöst. Alter, wie hast du das gemacht? Hä? Ah! Was ist das? Warum kannst du nicht? Ja! Oh, lol, das war knapp, Alter, ich hab die Falle gar nicht gesehen. Okay, wo muss ich hin? Wo ist das Jump-Ding? Nein! Ich schwör was? Guck mal, die Pyramide, die hab ich hingebaut, weil ich mich so erschrocken hab. Junge. Digga, was? Genau in dem Moment wollte ich eigentlich gerade auf dich snipen, Digga, du glücklicher Hund. Du hast ein glücklicher Hund, gestorben bin ich trotzdem. Ja gut, hast du reingeschickt an der Stelle. Das Digga, man hat's nicht. Aua. 1-0 für mich. Nein. Okay, wo bist du? Okay, jetzt geht's. Oh. Hallo, Moment. Boah. 1, 2, 8, 7. Das ist gesüßt. Oh, oh, oh. Da kommt wieder über. Guck mal, ich mache einen YOLO-Move, hier ist nämlich eine Falle. Zack. Nein! Oh wow, es war so dumm. Digga, ich wollte über das Ding überspringen, Alter. Oh, wow. Okay. Voll trocken. Zählt es? Ja, natürlich zählt das, Digga. Ist echt so schwer. Das Ding ist, entweder ich verstecke mich und wenn ich dann loslaufe, ich werde gesniped, weil du mich ja siehst. Oder ich laufe ums Eck, da sind Fallen. Also ich kann da. Ich versuche es mal. Ich hab nämlich jetzt schon einen Weg gefunden hier. Alles klar, ich bin gespannt. Wow. Alter. Oh mein Gott, warum kommst du so mit Zorn nach vorne, Junge? Ja. Oh! Oh, da war eine Falle. Oh. Warte mal, wie komme ich da hin? Nein! Wo bist du? Ich sehe nichts. Von wo kommt das? Ach ja, wahrscheinlich von. Nein! Wie komme ich hier hoch? Ich glaube, wir haben es vergessen zu bauen. Hallo? Ja, gut, also da jetzt an der Stelle, da fehlt ja dann wohl etwas in der Konstruktion, Tobi. Also ich sag mal so, die Round, die... Ja, die müssen wir jetzt schon werten, leider. Das, verpiss dich! Junge, verpiss dich, Alter! Hallo! Piss dich! Ich bin gesprungen! Quickscope, Junge! Hau ab jetzt, Alter! Quickscope! Nesquik, Junge, dein Gesicht, Alter! Komm jetzt her, los! Nesquickscope, Alter! Nächste Round! Und wie soll ich da hochkommen, wenn es geht ja nicht? Ja, dann baust du da noch ein Jumppad hin! Ich hab keine mehr! Die liegen bei der Falle, wo ich davor gestorben bin! Dann musst du es bis dahin wieder schaffen! Oh, das ist eine Falle! In der Luft, Junge! Askaski! Okay, Diggi. Dein Jumppad liegt hier vorne. Ja, ich hab's gesehen. Ich war kurz davor. Ich glaube, wenn du komplett durchläufst, dann... Ich muss taktisch vorgehen. Alles klar, an der Stelle dann. Oh, lol. Oh, lol. Das war eine knappe Kiste. Nein. Kommt näher. Oh. Oh, nein. Nein, ich werde sterben. Okay, doch nicht. Brauchst du ein Glück, Alter. Nur da gucken, weil ich check hier nicht, wo die Fallen sind. Hier ist keine, nee. Du, nein. Das ist ehrlos. Du siehst mich! So, viel Spaß, jetzt mal an deine Falle ranzukommen. Das kannst du nicht vergessen, Schatzi. Ich muss ja nicht an meine Falle, ich muss an meinen Jump-Pad, Bounce-Pad. Ich hab's. Ich war noch Metz. Oh. Ja! Digga, oh mein Gott! Nein. Overkill, Alter! Overkill! In die Falle reinkatapultiert, mein Freund! Entschuldigung, ich weiß nicht, warum das eher so gerollt hat. Das war ein bisschen weird. Leute, richtig, richtig nice einfach, Tobias. Es geht ans Ende für dich. Es geht ans Eingemachte. Hey! Boah, ich glaube, ich brauche echt wieder eine Pause nach der Gamescom. Du hast gerade wieder angefangen, also. Okay, los geht's. Mann, wie ehrlos ist das? Es ist echt schwer, oder? Ich dachte zuerst, es wäre ultra einfach, Digga. Ja, ich dachte auch, man kann da easy durch, aber das Ding ist, du kannst mich halt snipen. Und wenn ich dann mein Bart hat, dann kannst du eine Stinkdinger hinwerfen, dann muss ich da weglaufen, weißt du, was ich meine? Das ist sicher Stress, das macht dich fertig, Alter. Wenn ihr das gleiche noch aus meiner Sicht sehen wollt, Leute, dann lasst auf jeden Fall mal ein Däumele nach Öbchen da. Ach Gott, Alter. Und dann können wir das gerne mal machen und es geht schon wieder in die nächste Runde. Wow! Alter, ich hab... was für ein Alter, Moves. Hä? Junge, was bewegst du so schnell, ey? Ich hab schon geschossen. Also.
Oh. Oh. Wenn die Falle aushöhlt. Okay. Hier. Nein. Ja. 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 Okay. Ich hab Metz. Nein. Oh nein. Ist die Disco-Kugel schweben? Oh, na, stimmt, scheiße. Das geht auch noch. Damn, wo bist du? Nein! Ja? Ja? Oh mein Gott, lol! Ah, okay, das ist dumm. Ich bin selber gestorben an Fallschaden. Ja, was aber wir jetzt? Wo ist denn der Ding überhaupt? Wo bist du denn jetzt? Bist du in der Burg? In der Burg, ja. Nee, bist du nicht. Doch. Hey, wo bist du denn? Bist du oben auf dem Turm drauf? Nein, ich versuche mit einem Jumphead hochzukommen. Jetzt bin ich oben drauf. Tja, wo ist es wohl drin, Tobi? Ach so, also versteckt auch noch? Na klar. Okay, dann musst du jetzt aber Gas geben, weil ich such's gerade. Oh Mann, ich häng fest. Hä? Das ist hier nicht. Ah! Was? Aua. Hä? Wie hast du das überlebt, Junge? Eigentlich. Ja! Oh Digga, mein Gott! Der ist hier nicht in der Oh Blut. Mein Gott, das lag genau da, es lag genau da, das Nein. blaue Gewehr, das blaue Gewehr. Was? Das blaue Gewehr! Du hast gesagt Chuck Chuck! Ja, der ist weg gewesen, ich weiß nicht, ich hab... Digga, ich hab's eben Real Rap gesagt. Thomas, ich leg gleich das blaue Gewehr einfach oben auf einen der beiden Türme, Diggi, okay? Und das gilt es dann für dich quasi zu erobern. Und let's go. Okay. Hast du gekotzt? War ich nicht so. Oh. Boah, Digga, nein, Alter. Jetzt ist Poison. Boah, was? Oh Gott, du hast den Boden kaputt geschossen. Hä? Hey, Moment mal, ey. Das ist unfair. Wir haben. Ey! Warum hast du gebaut? Ich hab nicht gebaut, ich hab editiert. So, und jetzt. Herr. Ich hab das Gewehr. Ich will nicht hierher kommen. Nein! Junge, als ob, was für ein Flick, Digga. Nein. Egal, ich hab nur noch 70 HP. Ja, ja. Du bist nah dran, Digga. Das ist wie so ein Endboss, den man besiegen muss. Oh, Junge, aber es macht schon Bock, oder? Ja, ist schon geil. Danke, das war meine Idee. Hallo. Boah. Problem ist halt das Nachladen, es dauert viel zu lange und mit den Jump-Pads kannst du dich halt richtig schnell bewegen. Nein! Okay, dann warte mal, hier ist ein Trepp nach oben. Da! Ah! Komm her! Nein! Alter, dass ich das gemisst habe! Oh mein Gott, Digga! Okay, Alter, Leute. Aber was ein Move. Richtig, richtig nice, Leute. Der Hindernisparcours auf jeden Fall richtig, richtig fett, hat richtig, richtig Bock gemacht. Diese Burg war auf jeden Fall echt schwer einzunehmen, glaube ich. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, mit einer. Alles klar. Du hast ja nicht, so, als hättest du dafür 900 Jahre gebraucht. Mal gestorben oder so. Ja, 11 Mal, um genau zu sein. Leute, das war's von diesem wunderschönen Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock auf ein weiteres Video davon habt. Aus meiner Perspektive, dann können wir das gerne machen. Und schaut definitiv beim Herrn des Cation vorbei. Lasst dem Boy ein Abo da. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich küsse eure Augen und bin damit raus und wünsche einen wunderschönen Tag. Macht's gut und Au. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.